Yeah. Was geht ab, meine lieben Freunde? Nein, hier und herzlich willkommen zum 12. Need for Speed Let's Play. Ja, meine lieben Freunde, heute geht's mal endlich weiter mit Need for Speed und ich habe euch ja versprochen, heute geht's weiter mit unserer neuen Karre und die werde ich euch jetzt nämlich zeigen, Alter. Jetzt geht's los, Freunde. 3, 2, 1, Boom! Und da raus schon direkt unsere neue Karre am Start, Freunde, nämlich den Volvo 242 aus dem Jahre 1975. Das ist einfach nur ein wahrer Klassiker und die Karre hat einfach nur sowas von in sich, von 0 auf 100 in unter 2 Sekunden. Das ist so eine Schrottkiste. Das war natürlich nur ein kleiner Spaß, Freunde. Und jetzt kommen wir auch schon direkt zur richtigen Karre. 3, 2, 1. La Lamborghini, la Lamborghini. Bitch, I know you see me in my Lamborghini. La Lamborghini, la Lamborghini. Ride so quick, you will think I am Houdini. I'm hooking on Xbox, Und da war auch schon direkt unseren Lamborghini am Start, Freunde. Ich habe mal gedacht, für die erste Folge machen wir den von der Farboptik her so wie den von KSI OLGDWLT. Ich glaube, ihr kennt die meisten Freunde aus England, der FIFA-YouTuber mit über 11 Millionen Abonnenten. Sein Lamborghini sieht genauso aus wie der, nur der hat jetzt leider hier nicht diese orangenen Streifen, die er noch drauf hat. Aber von der Farbe ist er genau derselbe. Und ich werde den auf jeden Fall ab nächster Folge in schwarz-matt machen, Freunde. Ich finde einfach, schwarz-matt ist die geilste Farbe. So hat, glaube ich, einen auch Cristiano Ronaldo in schwarz-matt. Der sieht einfach übertrieben krass aus. Und Freunde, ich habe den Wagen schon ein bisschen getuned. Der hat jetzt, glaube ich, schon 780 PS oder so. Und der wird einfach sowas von abgehen, Alter. Ich habe euch ja vorhin auf Facebook abstimmen lassen, welche Karre ihr lieber sehen wollt. Nämlich den Nissan GT-R, den man auf über 1200 PS tunen kann, oder doch lieber den Lamborghini. Und da war die Mehrheit ganz klar, wie ihr sehen könnt, für den Lamborghini. Und das finde ich eigentlich auch gut so, weil ich finde, der sieht einfach so krass aus, Alter. Und wir haben uns einfach so gesteigert, ey, zu so einem krassen Wagen, Freunde. Wir können natürlich auch demnächst noch, wenn wir genug Kohle übrig haben, den Nissan GT-R kaufen oder den McLaren oder so und so weiter. Da gibt es ja noch tausende andere Autos. Also wir müssen jetzt nicht komplett bis zum Ende des Spiels mit dem Lamborghini erfahren, sondern wir werden noch andere Autos ausprobieren. Da macht euch keine Sorgen, BMW, Mercedes, können wir alles hier benutzen. Und guck mal, hinten im Hintergrund, Alter, beste Karre. Das sah einfach so lustig aus, ich musste den kaufen. So, Freunde, ich habe mir gedacht, bevor wir hier ein Rennen aussuchen, werden wir die Karre erstmal schön testen, wie sie abgehen wird, Alter. Hört mal jetzt einfach nur auf den Sound, denn ich bin mal gespannt. Alter. Oh, okay. Puh, Scheiße, wie schnell, ich komme ja gar nicht drauf klar. Och, du Scheiße. Alter, wie schnell die auf 100 war. Innerhalb von 2 Sekunden oder so. Es ist ja mal krass, mal guck mal. Boah, wieder beschleunigt. Alter, direkt auf 200. Guckt euch das mal an. Guck mal. Ey, das ist unfassbar. Guckt euch das einfach an. Ist mir egal, ob ich jetzt irgendwo gegenknarre oder nicht. Guck mal, schon 250. Ey, das ist doch einfach unglaublich. Freunde, müsst auf jeden Fall jetzt erstmal hier ein schönes Straßenrennen mit Spike machen, Alter. Bis gleich. So, Freunde, ich habe jetzt mal direkt hier ein Rennen ausgewählt. Das ist nämlich das von Spike. Ich bin gerade mittendrin reingekommen. Und das ist einfach ein Rennen gegen Online-Spieler. Es sind nur Online-Spieler am Start, Freunde. Und den werden wir einfach mal zeigen, was unser Lamborghini so drauf hat, oder? Guck mal, wie der an den allen vorbeizieht, Alter. Das ist ja unfassbar. Guck mal, wie schnell. Der ist gleich schon auf 300. Alter Schwede, guck mal, Spike ist vor uns. Das ist der Einzige, der nicht online zockt. Aber die anderen sind alles Online-Zocker. Alter, bin ich jetzt mal schön dagegen geknallt. Ey, aber habt ihr das gesehen? Wie der die einfach alle stehen lassen hat, wie schnell. Das ist doch unfassbar, Mann. Guck mal, die anderen können meinen Staub schlucken. Ohne Witz. Ich will gar nicht wissen, wie der Nissan GT-R dann abgeht mit 1200 PS. Ich hab ihn da gar nicht mehr unter der Kontrolle. Aber guckt euch mal das hier an. Der ist doch abnormal, wie der abgeht, Alter. Junge, Junge, hab mal gar nicht unter Kontrolle richtig. Da muss ich auf jeden Fall noch bessere Sachen hier fürs Handling kaufen. Unser Ziel ist es einfach, das Rennen hier in unter 2,47 zu beenden. Das sollten wir aber locker schaffen. Ich habe jetzt einfach mal direkt das Rennen angenommen, denn es war ja eine Herausforderung nur mit Online-Zockern. Und da habe ich mir gedacht, machen wir das mal und gucken, was die anderen so online drauf haben. Aber, ey, die haben einfach gar keine Chance gegen diese Karriere, weil die noch viel schlechtere Autos haben, ey. Das ist einfach unglaublich. Ja, fürs Driften ist er noch nicht so gut geeignet, aber ich habe auch andere Räder drauf gemacht, beziehungsweise das Handling abgestimmt, damit er jetzt hier extra für solche Rennen optimal geeignet ist, ey. Junge, Junge, Alter, dieser Sound ist einfach nur unglaublich, ne? Junge, wie krass, Mann, das ist, ey, guckt euch das an. Alter, das ist ja nicht mehr von dieser Welt. Ich komme gerade gar nicht drauf klar. Ich finde das so krass. Ich habe nicht mal Nitro da drin. Der geht so heftig ab. Ich will gar nicht wissen, wie das im echten Leben ist, wenn man so eine Karre hat. Junge, da wird man noch gezwungen, so schnell zu fahren, Alter. Weil das macht mir schon mega viel Spaß. Komm, die hat man eigentlich jetzt gut unter Kontrolle. Habt ihr gesehen, die letzten Kurven habe ich eigentlich gut genommen. Und jetzt sage ich gerade gut und kriege die auch noch gut hin. Ja, Mann, die habe ich auch gut hinbekommen. Guck mal, 1 Kilometer und wir haben das Rennen fast in unter
eine Minute weniger geschafft, ey. Das ist doch unfassbar, ne? Guck mal jetzt hier einfach geradeaus, wie schnell er jetzt durchzieht. Puh, Alter! Travis ruft uns an. Ne, geh ich jetzt nicht dran, Alter. Oi, oi, oi. Krass, Mann. Krass, da ist schon das Ziel. Was schaffen wir locker unter 2,47, ey. Krank. Das ist unglaublich, ey. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt schon gesagt habe, aber... Alter, ich bin überwältigt von dieser Karre, ne? Unglaublich, Freunde. Unglaublich. Melissa ruft uns gerade an. Hi, ich bin Melissa. Dein Kumpel Travis hat sich für dich eingesetzt. Das heißt, du bist gut genug für unsere Show. Es wird 15 Rennen geben, in denen das beste Starterfeld in Ventura bestimmt wird. Am Ende gibt es dann den Showdown mit Eddie. Bist du dabei? Du brauchst unsere App, um die Rennen zu verfolgen. Ich schicke dir den Link. Bis dann. Alter, der hat uns ein Rennen eingeladen. Optimal, komm, wie schnell ich gerade umfahren, Freunde. 340 war ich, ey. Habt ihr gesehen, wie schnell das ist? Oh mein Gott, das macht so Spaß, hier durchzuziehen. Ich knall locker gar nicht irgendwo gegen. Ich habe die Karre gerade überhaupt nicht mehr unter Kontrolle, Freunde. Ich schwöre es euch. 320, ey, fuck, ist das geil, Mann. Junge, ich hatte noch nie so einen Spaß beim Autorennenspiel gerade. Ey, Junge, wie krass schnell diese Karre ist. Ja, Freunde, mal gucken, ob das hier auf der Karte ist mit Melissa. Überwindet zwei Straßensperren. Ne, mit Melissa ist das noch nicht hier drauf. Aber... wir werden jetzt hier nämlich noch das Rennen hier machen, nämlich das Zeitfahrenrennen mit Spike. Das hat man beim letzten Mal auch schon gehabt, nur wir haben es nicht geschafft, diese Zeit zu unterbieten. Und ich werde jetzt mein Bestes geben, beziehungsweise das locker easy durchwürfeln hier mit unserem Lamborghini. Das werdet ihr jetzt sehen, wie krass das wird, Freunde. Ich verspreche es euch, das wird unnormal, ey. Scheiße. Hungrig wie ein Manticore. Jetzt geht's ab, ey. Okay, darauf haben wir hingearbeitet. Brich dein Rekord. Junge, das ist nicht mal die volle Leistung vom Lamborghini, Freunde. Alter, oh, mit diesem Rennen werde ich jetzt vergnügen, werde ich so viel Spaß jetzt haben. Guckt euch das jetzt einfach an. Da war auch schon direkt die Polizei und es war mal eine Polizei, warte. Die können uns mal das Wasser reichen, die Polizei. Kann uns mal das Wasser reichen wie ein Barkeeper, die Polizei. Boah, Alter. Oh, Junge, wo lang muss ich denn fahren? Okay, das ist richtig hier. Oh, da sind hier viele Kurven. Oh, die Polizei ist hinter uns, egal. Guck mal, wie schnell ich das Rennen jetzt beende. Ich werde jetzt mal versuchen, mich zu konzentrieren, dieses Rennen hier zu packen. Wir müssen jetzt hier rüber auf die andere Spur. Alter, wo sind wir denn jetzt hier? Ey, diese Karte da unten links macht mich ein bisschen Verwirrung hier. Ein bisschen hier auf Rille oder was? So, jetzt geht's ab, Freunde. Alter, das ist doch unfassbar, ne? Das ist wirklich unfassbar. Boah, die Kurve habe ich sehr gut genommen. Komm, 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 zieh durch. Ja, es ist ja schon fast Cheaten, Alter, Freunde. Das ist unglaublich, ne? Also bin mal gespannt, wann in diesem Spiel Gegner kommen, die mit dieser Karre mithalten können. Das ist ja krank. Ey, das ist krank. Wieder 320 km/h. Alter, das ist ja wohl nicht mehr von dieser Welt, oder? Und wenn ich jetzt irgendwo gehe, dann ist mir das scheißegal. Guck mal, wir haben nur noch 6 Kilometer. Oh, es ist sogar die Strecke, die wir gerade gefahren sind, Freunde. Guckt euch das an. Wieder 340, 341, 343, 44, 45, 350, Alter. Alter, 357. Oh, jetzt kommt eine Kurve, wir sind am Arsch, ja. Ich muss bremsen, ich muss bremsen, ich muss bremsen. Boah, Alter, wie schnell der gebremst hat, ne? Das ist einfach nur krank, oder, Freunde, ey. Dafür schon mal einen Daumen nach oben da lassen. Scheiße, knall ich dagegen. Ey, für diese Karre müsst ihr den Like-Button vergewaltigen. Ganz ehrlich, Alter, das ist krank. Ey, das ist unglaublich, ne, wie schnell das Ding einfach fährt. Junge, 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 ich habe noch nie so ein krasses Auto, glaube ich, in einem Autorennspiel. Es ist die Polizei wieder hinter uns, aber egal. Wir müssen aber aufpassen. Wenn Kurven kommen, müssen wir rechtzeitig bremsen, weil sonst haben wir einen Totalschaden, ne? Boah, Junge, ich habe gerade gar keinen Überblick mehr, ne? Junge, Junge, Junge. Wow, 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 wow. Fast wieder gegengeknallt hier irgendwo. Wo geht's denn jetzt weiter hier? Wir haben noch, guck mal, 2,8 Kilometer. Wir haben jetzt gerade mal, ja, 2 Minuten. Also über eine Minute haben wir noch Zeit. Also wenn wir das jetzt nicht locker schaffen, weil beim letzten Mal haben wir es, glaube ich, nicht geschafft. Deshalb müssen wir das Ganze hier nochmal machen. Aber die Strecke ist geil, Mann, weil hier gibt es eigentlich viel geradeaus. Einfach nur Speed geben hier. Und das finde ich gerade das Geile an dieser Strecke hier. Dass es einfach nur so geradeaus abgeht, Alter. Dass man die Tara mal völlig ausdrücken kann. Junge, Alter. Ey, wenn ich so einen Wagen hätte, das wäre, glaube ich, echt ein Traum von mir, so eine Karre zu haben. Natürlich würde ich dann, glaube ich, niemals so schnell fahren, was die dir, Mann. Das ist ja lebensverrückt. Aber so gerne mal durchdrücken würde ich mal schon mal so einmal wumm, von 0 auf 100 innerhalb von 2 Sekunden. Das ist bestimmt richtig geil. Aber nie im Leben würde ich 300 km/h fahren. Hat man noch gar keine Kontrolle mehr über das über den Wagen, ey. Guck mal, 0,2 Kilometer. Wir sind fast eine Minute früher da. Guck mal, jetzt beschleunigen, wie schnell. Miau, mit 200. Puh, mit 200 haben wir das Ziel erreicht. Krank. Wir sind Erster geworden. Perfekt geschafft. Locker easy. Spike ruft uns an. Okay, okay. Ist schon gut, aber nicht so, wie er es gemacht hat. Hey, hörst du das? Hörst du, was Manu sagt? Unser Lauf hat nicht gezählt, Mann. Das meinte ich nicht. Ich sagte, Magnus ist den Lauf mit einem Wagen mit vielleicht 250 PS gefahren. Wenn's reicht. Ach, was soll's. Die Neider wollen uns nur alles wegnehmen. Das hat nichts mit Neidern zu tun, Bro.
Hey, die Leute reden. Machen's dir nach. Aber ich finde, wenn du wirklich Eindruck machen willst, dann mach's wie er. Mit einem Wagen unter 250. Das alle. Na gut, du willst es so, du kriegst es. Mann, du rastest nicht. Ich halt zu dir. Ja, klar, verstehe. Vergiss es einfach. Ich ruf dich später an. Ja, bis später. Yo, glaubst du das? Die wollen uns fertig machen. Das, was wir geschafft haben. Die wollen unter 250, kriegen sie. Keine Ahnung, was mit dir ist, aber ich fahr den Lauf nochmal und zeig's denen. Bis später, Mann. Was für Spastis, ne? Jetzt haben wir... Ah, okay. Guck mal, jetzt sind die gleichen Rennen, glaube ich, nochmal da. Oder? Bin mir nicht ganz sicher. Aber besiege Magnus in einem Wagen. Okay, das ist jetzt neu. Mit unter 250 PS. Ja, super. Gerade jetzt, wo wir uns den Lamborghini gekauft haben, müssen wir uns einen Wagen besorgen, der unter 250 PS hat. Ich glaube, dann nehme ich den Volvo 242, den ich euch am Anfang der Folge vorgestellt habe. Da würde ich mal sagen, machen wir auf jeden Fall noch ein Rennen. Wir sind auch schon etwas spät. Ich und Stefan waren ja heute in Köln gewesen bei dem Event Wünsch dir was. Da hatten wir ein cooles Event gehabt. Und da konntet ihr uns ja eine E-Mail schreiben, was ihr mit uns einen Tag lang machen wollt. Und da hatten wir 4 glückliche Abonnenten, die wir rausgesucht haben, mit denen wir dann einen Tag verbracht haben und dann letzten Endes noch schön bei KFC was gefressen haben, ey. Und ja, ich würde sagen, machen einfach mal noch ein Rennen. Wir gucken mal, wie die Karre so im Driften ist. Ich würde sagen, wir machen ja, mit Amy können wir mal machen. Alles klar, werde ich den Wagen mal ein bisschen so auf Drift einstellen und dann machen wir unser letztes Rennen hier bei Amy. Alles klar, bis gleich. So, los geht's. Stolzes Hin und Her. Fahre die Events mit Amy. Es ist alles bereit. Wir können starten. Boah, wie geil die Karre einfach aussieht. So, es geht los, Freunde. Unser Ziel ist es, die meiste Punktzahl zu erreichen. Also, okay. Alles klar, wer die meisten Punkte hat, gewinnt. Mal gucken, wie der Lamborghini sich im Driften schlägt. Dafür ist er, glaube ich, nicht so gut geeignet. Da meinten ja viele von euch, nimm lieber hier den, wie heißt der Wagen? Genau, den Nissan GT-R. Das ist ein Allrad und der ist für alles geeignet. So ein Lamborghini, ja, kann man natürlich versuchen mit zu driften, aber wird jetzt, glaube ich, nicht das Beste so sein, oder? Wir haben jetzt 5000 Punkte bisher, ist nicht viel. Aber wie soll man denn hier driften? Das ist doch keine Strecke zum Driften. Hier vielleicht so in den Kurven. So, ja, genau, genau. Ja, kommt doch ein bisschen hin. Wir haben 15.000. Okay, der eine Jamie geht auch ab, Freunde. Auf den müssen wir aufpassen. Ich werde es mal versuchen, hier mein Bestes zu geben. Ja, bei den Kurven kann man driften, das ist gut. Aber den Rest eigentlich eher nicht so. Ja, ist schwierig mit dem Lamborghini zu driften, ey. Ist nicht so einfach, wie man denkt. Weil das ist jetzt, glaube ich, nicht so eine Karre, die fürs Driften geschaffen ist. Und die kann man doch gar nicht driften. Wo soll ich denn hier driften? Kannst du mir das mal sagen? Wir haben 39.000 Punkte. Okay, wir sind locker vor denen. Guck mal jetzt, dieser Drift hier, der wird geil. Guck mal jetzt, zack. Aber eigentlich ist das geil mit dem zu driften, weil der hat so eine krasse Beschleunigung. Und wenn man hier in Kurven ist, kann man aufs Gas drücken. Und dann gibt er dann nochmal zusätzlich Gas und dann hast du diesen gewissen Schwung, glaube ich, mit dir. Also das finde ich schon cool. Aber zum Beispiel jetzt hier kann man gar nicht driften mit der Karre. Guck mal, ich versuche jetzt zu driften. Ja, ja, ist schwierig, ist schwierig. 65.000, okay, wir sind eigentlich gut dabei. Guck mal jetzt, Freunde. Komm, die Kurve. Oh, drifte doch. Ja, siehst du, das meine ich. Der driftet mehr so in Kurven. Okay, das heißt jetzt, jetzt, genau jetzt, Freunde. Guck mal jetzt. Zack. Ja. Oh, ja. Geht besser. Das geht wirklich besser. Wir müssen uns konzentrieren. 43.000. Aber wir sind auf jeden Fall, solange wir Erster sind, ist alles super. Passt schon, passt schon, passt schon, passt schon, passt schon, passt schon. Ja, ja, war in Ordnung. Super, weiter geht's hier. 95.000. Ganz locker, easy. Also Lamborghini ist auch gut geeignet, Freunde. Also, ja, so Nissan GT-R war natürlich nochmal einiges besser im Driften. Und sowas kann man sich auch zum Schluss holen. Wir müssen uns ja nicht sofort hier die Karre mit der höchsten PS-Zahl holen, sondern ich wollte mir erstmal einen Lamborghini Aventador holen. So eine richtig geile Karre hier, Alter. Einfach unglaublich, Freunde. Ich bin immer noch sprachlos. Und ihr kennt mich ja. Wenn ich sprachlos bin, ich rede die ganze Folge darüber. Und es ist jetzt einfach so, ich bin sprachlos über diese Karre. Einfach nur übertrieben geil. Wir werden in der nächsten Folge auf jeden Fall noch schön schwarz-matt machen. Und dann wird die noch mehr abgehen. Und dann noch vielleicht mal ein bisschen hier Leistungstuning. Gucken wir mal, vielleicht kann man die noch schneller machen auf einer höheren Höchstgeschwindigkeit. Oder wir können hier mal versuchen, den Wagen so hoch zu tunen, dass der von 0 auf 100 in unter 2 Sekunden ist oder so. Also das wäre auch schon krass. Event endet in 2 Sekunden, okay. Ja, locker easy. Sind wir ganz locker Erster geworden, ey. Mit 163.000 Punkten. 7.000 Punkte bekommen wir hier, ey. Ja, Freunde, dann würde ich sagen, war's das hier von der ersten Folge mit dem Lamborghini bzw. dem 12. Need for Speed Let's Play. Ich fand, das war bisher eine der geilsten Folgen, weil wir einfach so eine krasse Karre mitfahren durften, ey. Und ja, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben dafür, dieses krasse Ding hier, für dieses Monster, für dieses Beast hier. Ich würde mich selber 10.000 Likes freuen, wenn wir das für diese Folge schaffen würden hier mit dem Lamborghini, Alter. Und ja, würde ich sagen, sehen wir uns einfach beim nächsten Mal in Ruhe wieder. Alles klar, euer Öni ist raus. Ich fahre nochmal jetzt den Wagen durch, bis ich irgendwo gegenknalle. Mal gucken, wie lange ich überlebe. Komm, komm, komm. Einmal jetzt Vollgas hier geben. Mal gucken, wo ich gegenknalle, Alter. Ich sag, innerhalb von 5 Sekunden mache ich den Wagen jetzt Schrott. Ich versuche mein Bestes hier zu überleben. Boah, gute Kurve genommen. Der Wagen ist eigentlich auf Drift jetzt gerade ausgelegt. So, einfach durchdrücken.
fuck, Alter. Das ist auch eine coole Challenge. Hier einfach den Wagen durchdrücken und gucken, wann man irgendwo gegenknallt. Ah! Okay, das war's. Alles klar, macht's gut, haut rein und ciao. Vorhin kam noch WWE.